Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem TV Berlin Spezial. Es ist laut, wir sind zu Gast für Sie beim 103. Berliner Sechstagerennen. Tolle Stimmung, hoffentlich wieder bis zu 75.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Berliner Velodrom. 6 Tage lang tolle Radrennstimmung. Ja, und mein Kollege Jan-Olaf Starkreuter fasst Ihnen mal die sportlichen Highlights des Berliner Sechstagerennens in diesem Jahr zusammen. 4 auf einen Streich. Prominenter hätte der offizielle Startschuss des 103. Berliner Sechstagerennens kaum besetzt sein können. Dank der tatkräftigen Unterstützung der beiden Fußballlegenden Franz Beckenbauer und Uwe Seeler sowie Berlins Innensenator Frank Henkel und dem Versicherer und Sponsor Axel Lange nahm das Traditionsrennen gleich richtig Fahrt auf. Also nervös war ich nicht, nur ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie ich unfallfrei schieße. Und ich bin natürlich beglückt, dass das unfallfrei gut über die Runden gegangen ist. Aber wenn die so, wie wir geschossen haben, jetzt fahren, wird sensationell. Sensationell war vor allem der Auftritt der beiden Lokalmatadore Robert Bartko und Theo Reinhardt, die 30-minütige Sport gegen Gewaltjagd für sich entscheiden konnten. Und die Glocke für die nächste Wertung, meine Damen und Herren. Da drüben auf der Gegengerade, neuer Tempo-Vorstoß da drüben. Jetzt sind wir bei Robert Bartko und hier geht es um die Wertung. Der Wechsel zwischen Bartko und Theo Reinhardt. Komm, Theo, das sind die 5 Punkte. Hier geht es um die Punkte für Theo Reinhardt. Und die letzten 5 Minuten, jawohl, die hat er auf jeden Fall ganz sicher. Ich bin sehr ergebnisoffen reingegangen in das Rennen. Ich hatte am Anfang der Saison große Schwierigkeiten, in die Rennen reinzukommen. Gerade der erste Tag war eigentlich der Problemtag, aber das scheint hier in Berlin alles vergessen zu sein. Und war ein sehr guter Auftakt, darauf lässt aufbauen. Allerdings, die Konkurrenz wird sich jetzt natürlich auch wieder an uns orientieren. Wird nicht einfach, aber wir sind vorne dran erstmal und das wollen wir jetzt so lange halten, wie es geht. Und möglichst bis zum 7. Tag. Auch in diesem Jahr ist das Teilnehmerfeld wieder prominent besetzt. Es gilt der immer gleiche Grundsatz, das 6-Tage-Rennen kann man nicht am ersten Tag gewinnen. Ja, wir haben Lampard, De Bast, die sind in Gent sensationell zusammengefahren, haben dort gewonnen. Wir haben De Ketele, Müller, wir haben Grassmann mit Bries, die im Weltmeistertrikot fahren. Ich denke, und die Vize-Weltmeister, die Spanier nicht zu vergessen. Also die fahren hier einen sehr dicken Gang. Ich glaube, die brauchen auch erstmal ein bisschen, um in den Schwung zu kommen, aber die werden noch mitreden. Vor 12.500 Zuschauern gilt zudem für Robert Bartko der Leitsatz, Routine schützt vor Aufregung nicht. Ich mache jetzt 30 Jahre Leistungssport und vor dem Rennen habe ich zu Theo gesagt, ich sage, das gibt's gar nicht. Ich bin immer noch so aufgeregt wie beim ersten Mal. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Diese Anspannung und dieses Adrenalin braucht man auch, um in so ein Rennen reinzukommen. Man braucht diesen Push von innen heraus und das hat gut funktioniert heute. Es war ein vielversprechender Auftakt des 103. Berliner Sechstagerennens, welches Team die Nachfolge von Roger Kluge und Peter Schepp auf dem Siegertreppchen antreten wird. Dies werden die kommenden 5 Tage zeigen. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei mir ist jetzt der Sportsenator Frank Henkel. Hallo erstmal, Frank Henkel. Und alle kennen Sie als Bürgermeister, als Innensenator, aber nun auch Sportsenator. Macht die Aufgabe eigentlich mehr Spaß? Manchmal schon, in der Tat. Das ist manchmal an manchen Tagen eine sehr willkommene Ablenkung. Der Sport ist wichtig für die Stadt und deshalb versuche ich auch, einen gewissen Ausgleich hinzubekommen bei der Schwerpunktsetzung zwischen dem Bürgermeisteramt auf der einen Seite, dem Innensenator und dem Sportsenator. Und solche Events sind natürlich ja, der schönste Teil des Amtes. Ich wollte gerade nachfragen nach dem Stellenwert des 6-Tage-Rennens für die Hauptstadt, für Berlin. Einen hohen Stellenwert. So viele Rennen dieser Art gibt es in Deutschland nicht mehr. Wir haben noch Bremen und wir haben hier in Berlin ein außergewöhnliches Thema. Das ist das 103. Mal. Die Halle ist wieder außerordentlich gut besucht. Hier ist eine gute Stimmung. Das heißt, dieses 6-Tage-Rennen wird auch von den Berlinerinnen und Berliner angenommen und ich meine zu Recht. Wir haben es ja gerade angedeutet, die Six Days, das heißt, Tagerennen in Berlin ist ein Premium-Event. Wie wichtig ist denn so eine Traditions-Events auch wirklich zu pflegen, zu hegen, dass sie halt in der Stadt bleiben? Das ist wichtig. Jede Großveranstaltung ist wichtig, weil sie auch für das Image Berlins von Bedeutung sind. Es gibt Großveranstaltungen, da kommen die Gäste international in die Stadt. Das ist gut, weil sie in aller Regel wieder zurückfahren in ihre Heimat und mit
tollen Eindrücken aus Berlin zurück. Und das Sechstage-Rennen reiht sich ein. Es ist ein großartiges Event in unserer Stadt. Und man kann den Veranstaltern nur ein Kompliment machen. Und vor allem muss man ihnen einen Dank aussprechen dafür, dass sie dieses Sechstage-Rennen für Berlin, ich sag mal, ein Stück weit wiederbelebt haben. Letzte Frage an Sie. Wie oft fahren Sie eigentlich Fahrrad? Sind Sie privat mit dem Rad unterwegs? Ich habe ein wunderschönes Mountainbike und wenn der Job die Zeit lässt, dann fahre ich auch ab und an mal. Könnte mehr sein, denn Radfahren ist ein wirklich schöner Sport. Okay, und bevor es ganz laut wird, erstmal vielen Dank, Frank Henkel. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir schauen mal jetzt an die Matz meines Kollegen Jan Olaf Schragreuter. Der hat sich nämlich mal bei den Sprintern umgesehen. Gestatten, Erik Balzer, Nachwuchs-Europameister im Teamsprint und eine ganz heiße Empfehlung beim Berliner Sechstage-Rennen. Ein Mann, den auch alte Hasen wie Maximilian Levy auf dem Zettel haben. Gefährlicher Mann, also er hat einen super zweiten Antritt, also so aus mittlerer Geschwindigkeit. Und ist gerade so auf dem Weg, sich nach vorne, er hat sich nach vorne gefahren und ist gerade dabei, sich zu etablieren, so muss man es eigentlich sagen. Und ich denke, dass er in der Zukunft ein richtiger Gegner ist. Eine erste Visitenkarte gab der Nachwuchsakteur bereits am ersten Tag des Sechstage-Renns ab, umsprintete die insgesamt 250 Meter lange Bahn im Velodrom in unter 13 Sekunden. Erik Balzer auf den letzten Metern, der Blick geht natürlich auch zur Uhr dort drüben. Das sieht gut aus. Oh, der legt all seine Kraft in diesen Sprint, das sieht man. Der will die neue Bestzeit und jawohl! Die 13-Sekunden-Marke geknackt hat mit 12,962 Sekunden. Erik Balzer! Also hier ist mal wieder fantastisch, hier zu sein und ja, einfach großartig. Von so einem vollen Publikum zu fahren, ja, macht Riesenspaß. Und dann gleich mit der 12,9 am ersten Tag zu beginnen, das ist große Klasse, ja. Letztlich übertrafen den Cottbusser im Ausscheidungsfahren dann nur noch Maximilian Levy und Robert Fürstemann. Und jetzt geht's nach Hause, Robert, komm! Die letzte Runde ohne die Berliner! Der Mann mit dem Bahnrekord, Robert Fürstemann! 73 cm pro Oberschenkel, auf geht Fürste! Ja, mich immer weiter reinfahren in den Wettkampf und sich natürlich dann wie die Großen, wie Maximilian Levy zu messen und vielleicht dann sich immer weiter anzuschieben. Auch wenn es noch nicht ganz zu einem Sieg beim Sechstage-Rennen gereicht hat, Erik Balzer im TV Berlin-Trikot hat sich für dieses Jahr so einiges vorgenommen. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, so viel zu den Sprintern. Und neben mir darf ich begrüßen Klaus-Jürgen Jahn, der Vorsitzende des Vereins Sport gegen Gewalt. Hallo erstmal, Herr Jahn. Und dieses Thema ist ja aktueller denn je. Warum ist Ihnen das so ein Anliegen? Ja, wir versuchen, die Jugend von der Straße zu bekommen und ihnen Perspektiven in Sportvereinen zu ermöglichen. Dazu brauchen wir Vorbilder. Ein Vorbild ist hier auf der Winterbahn oder beim Sechstage-Velodrom Robert Barko, unser Botschafter für Sport gegen Gewalt. Und ich hoffe, dass er hier heute eine gute Platzierung rausfährt. Er startet gleich zur kleinen Jagd. Sie haben ja auch ein Rennen hier heute laufen, oder? Ja, wir haben hier jetzt die kleine Jagd um 20.50 Uhr und er fährt mit dem jungen Nachwuchsfahrer Theo Reinhardt, den wir letztes Jahr an seine Seite gestellt haben, wohl wissen, dass er damit nicht aufs Podium fahren kann, aber für die Nachhaltigkeit der Jugendarbeit zu unterstützen, ist das natürlich ein tolles Projekt. Muss ich ja beglückwünschen, wie schwierig war es denn, so ein Zugpferd wie Robert Bartko für diese Aktion, für diese ja, tolle Initiative zu gewinnen? Ja, das hat mich sehr viele Überredungskünste gekostet, dass er sich dafür entschieden hat. Aber er ist jetzt auch ein Mann, der vielleicht noch 2-3 Jahre fährt und dann Schluss ist. Und da ist das natürlich ein super Übergang, wenn er einen Nachwuchsfahrer aus Weißensee
hier jetzt an den Start bringt und fördert. Was tun Sie alles außerhalb der Six Days im Rahmen der Aktion Sport gegen Gewalt? Ja, wir haben eine Firma, die also Parkhäuser saniert und das europaweit. Wir gestalten Parkhäuser, wir bauen Parkhäuser, also darauf haben wir uns spezialisiert und das seit über 20 Jahren. Eine andere Firma, die Isilion Bautechnik, feiert dieses Jahr 50-jähriges Sturmjubiläum. Das hat mein Bruder und ich vor 50 Jahren gegründet, 1964 in Berlin. So. Wie sind Sie jetzt auf die Idee gekommen, Mensch, ich muss so eine Aktion wie Sport gegen Gewalt ins Leben rufen, bin erfolgreicher Unternehmer, möchte aber auch noch was Gutes tun? Ja, die Idee ist mir gekommen während meiner Präsidentschaft beim SC Berlin. Da war immer großer Mangel bei 4.000 Mitgliedern, waren viele dabei, die nicht ihre Mitgliedsbeiträge bezahlen konnten. Und da kam mir die Idee, Sport gegen Gewalt ist eine gute Botschaft, um bei Firmen Geld zu sammeln. Und das hat auch funktioniert. Herr Jahn, Frage zum Schluss, sportliche Frage. Gibt es denn für Sie so ein Highlight, wo Sie sagen, auf den Sprinter, auf den Fahrer habe ich es abgesehen, den finde ich toll, da werde ich jetzt gucken, außer jetzt bei Ihrem eigenen Rennen. Ja, hier sind Jugendliche dabei im Nachwuchsbereich. Wir sponsern ja auch das Zukunftsrennen mit 6 Fahrerpaaren. Und da kristallisiert sich schon was heraus. Das werden wir also sehen. Am letzten Abend können wir darüber schon mal befinden, wer als nächster förderungswürdig ist, den Aufstieg zu schaffen in die nächste Liga. So, für uns ist das hier die 5. Jahreszeit. So, im Rheinland, der Karneval ist für uns das 6-Tage-Rennen. Hier angetan, auch unsere Kunden einzuladen. Sie sehen, an unserem Tisch ist viel Betrieb. Politiker, Wirtschaft, Sport, alles muss dort vertreten. Ja. Also die Six Days ist ein perfekter Ort, um zum einen Gutes zu tun, andererseits natürlich auch für eine tolle Aktion zu werben, Sport gegen Gewalt und natürlich auch, um ja, seine Geschäftspartner freundlich zu empfangen. Herr Jahn, vielen Dank. Ich will am Schluss noch mal Ihre Internetadresse erwähnen. Das ist nämlich www.sgg-verein.de. Da kriegen Sie nähere Informationen zur Aktion Sport gegen Gewalt. Ja, bleiben Sie noch einen Moment stehen, denn liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's schon wieder für heute. Unser TV Berlin Spezial hier vom Berliner 6-Tage-Rennen. Wir sehen uns, wenn Sie möchten, morgen Abend wieder. Bis dahin, machen wir es gut.